Porträts von Außenseitern, Landschaftsbilder aus ungewöhnlicher Perspektive, Bilder von Hunden und Katzen. Anders Petersen lässt die Bilder ihre eigene Geschichte erzählen. Der Mensch und seine Emotionen stehen für den Fotografen im Mittelpunkt. In der Kunstsammlung Jena sind noch bis zum 20. November 100 großformatige Fotografien von Petersen zu sehen. Wir zeigen City Diary, eine Art visuelles Tagebuch, das Petersen seit knapp 10 Jahren in verschiedenen europäischen Städten aufgenommen hat. Petersen besuchte die berühmte Fotoschule von Christa Strömholm, dem Begründer der modernen schwedischen Fotografie. 1978 veröffentlichte er als 34-Jähriger sein Fotografiebuch Café Lehmnitz, das zu den wichtigsten Fotobüchern des 20. Jahrhunderts gehört. Bis heute hat er mehr als 20 Fotografiebücher herausgebracht. Seine Bilder erscheinen auf eine gewisse Weise zärtlich, manche sogar poetisch. Sie zeugen von einer großen Liebe fürs Detail und einer starken Verbindung zu den Darstellern. Um die Bilder entstehen zu lassen, verbrachte der Schwede bei vielen seiner Fotografien erst eine lange Zeit mit den Personen in ihrem Milieu. Manche haben sich spontan aus einer Situation heraus ergeben, andere sind gestellt. Anders Petersen versucht jedoch immer dabei, die verborgenen Aspekte des Menschen zu erkunden. Die Schönheit in der gewöhnlichen Menschlichkeit. Er ist, wie er selbst sagt, an Unvollkommenheit interessiert. Und es geht auf diesen Bildern um authentische Menschen, die mit Mut ihren Ideen, dem Leben verbunden sind und natürlich auch ihre kleinen Besonderheiten leben. Und gerade diese Besonderheiten, diese Leidenschaften, das ist das, was Petersen interessiert und wonach er sucht.